Hallo zusammen, ich habe hier ein Hotelzimmerkühlschrank, eine Hotel-Minibar, ein Zimmerkühlschrank, der absolut geräuschlos ist. Hier haben wir ein Absorberkühlsystem. Ein Absorberkühlsystem funktioniert thermisch und absolut geräuschlos. Der Kühlschrank ist relativ klein, er hat 25 Liter Nutzvolumen. Die Türfächer sind gebaut so für kleine Schnapsflaschen. Wir haben hier Band links oder wir können ihn umbanden. Das Scharnier ist hier beigelegt. Hier die zwei Schrauben raus, rein und das Scharnier wechseln. Und dann geht er in die andere Richtung um. Wir haben hier eine Innenbeleuchtung drin. Wir haben hier die 0,5 Liter PET-Flaschen, die gehen hier rein, aber oben dann nichts mehr oder ein Snack. Und die 1,5 Liter PET-Flaschen muss ich Tabla rausnehmen. Und dann gehen die so hier rein, drei Stück nebeneinander, je nachdem, was man dem Gast anbieten will. Zur Türe. Wir können den Kühlschrank komplett einbauen hinter einer Möbeltüre. Und hierzu gibt es die Option, das kostet dann auch richtig Knete, Schleppscharnier kostet 14 Franken. Das sind diese zwei Kunststoffteile. Die macht man hier so drauf und hier so. Das Teil kommt an die bestehende Tür. Und dann kann man die Türe so mit der Möbeltüre aufziehen. Zur Belüftung. Wir haben hier ein Absorberkühlaggregat. Das muss relativ gut belüftet sein. Wenn es nicht belüftet ist, wird es sehr warm in diesem Schrank drin. Und die Kühlleistung vom Kühlaggregat geht zurück, beziehungsweise der Stromverbrauch hoch. Und hier oben haben wir ein Gitter. Wir sollten zum Belüften von diesem Kühlschrank 215 Quadratzentimeter Querschnitt haben, dass er unten die Luft so anziehen kann, oben wieder raus oder es freistehend hier unten anziehen und so raus oder ganz unten am Möbel durch die Bodenleiste und dann oben durch die Schattenfugen zu entlüften. Einbaubeschriebe oder Zeichnung. Wie das hier findet ihr in diesem Katalog. Der ist unten Minibar, Hotelzimmer, Kühlschränke beschrieben. Könnt ihr euch downloaden. Von den Maßen her. Dieser Kühlschrank hat eine Tiefe von 400, eine Breite von 36 oder 360 und eine Höhe von 465 mm. Standard wird der Kühlschrank als rechts ausgeliefert. Wenn ihr mehrere bestellt, könnt ihr auch wählen. Ich brauche drei Stück Band links, drei Stück Band rechts. Das wird von uns so umgebaut. Das ist je nach Bestellung ein bisschen Vorlauf. Als Einzel, wenn ihr ein Gerät braucht in Hobbykeller, überhaupt kein Thema, da gibt es die Geräte einzeln. Wenn euch der Preis zu hoch ist, dann haben wir teilweise gebrauchte Geräte. Gebrauchte Geräte, das sind meistens nur noch Transportschäden, die irgendwo eine Beule haben. Da müsst ihr bei uns vorbeikommen. Euch das anschauen, dann sind sie vielleicht um 50 Franken günstiger, vielleicht noch mehr, je nach Beschädigung. Hier oben verlinke ich euch den größeren, den HC40. Der HC40 hat 40 Liter Inhalt und den HC30 hier unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.